Ich habe heute früh schon eine Rede gehalten und für die, die heute früh schon da waren, es wird nicht langweilig, ich werde was komplett anderes sagen. Lisa Rass hat gerade darauf hingewiesen, dass die Wissenschaft, die echte Wissenschaft, die Kernkraft mittlerweile ganz anders beurteilt, als es noch in unseren Köpfen drin ist. Aber warum ist das in unseren Köpfen? Wir haben in Deutschland seit 25, eigentlich seit 30 Jahren Ideen zur Energiewende. Und das wurde immer von unseren deutschen Wissenschaftlern auch flankiert. Sie haben Studien geschrieben, mit denen sie nachweisen wollten, dass das alles ein Spaziergang wird. Also wir stellen jetzt alles so wetterabhängige Energieformen um, sowas wie Solar- und Windenergie, und dass die Probleme, die lösen sich, lassen sich irgendwie sehr leicht lösen. Und das Wort ist jetzt nicht von mir, aber ich habe es geklaut. Ich finde es sehr gut, das ist so, wir machen jetzt einen Marsflug, einen bemannten Marsflug, sagen, rechnen nach, okay, ja, wir haben genügend Energie an Bord, lass uns losfliegen. Wir haben aber gar nicht überprüft, ob wir auch genügend Sauerstoff haben, genügend Nahrung oder auch irgendwie einfach Unterhaltung für einen zweijährigen Flug. Das ist die Situation, die wir im Moment vorfinden. Und um dem Ganzen ein bisschen mehr, unter die Decke mal zu schauen, was da drunter vorkommt, was da drunter auftaucht. Ihr wisst, oder der eine oder andere weiß, ich habe selber oder einige Leute hier aus diesem Kreis, Florian Brüm und sowas, haben immer wieder mal Energiewende-Studien auch sich auch analysiert, geschaut, was kommt dabei raus, also sind die Fragen ordentlich gestellt, sind sie ordentlich beantwortet. Und fast jedes Mal, wenn wir uns anschauen, was schreibt das FÖS, was schreibt das Öko-Institut, was schreibt das Wuppertal-Institut, Prognos AG, Fraunhofer, auch Fraunhofer ISIS, selbst die Jülicher, die ich noch für am besten halte, die stellen nicht alle Fragen. Und wir haben das zum Anlass genommen, drei befreundete Wissenschaftler und ich, einen offenen Brief zu schreiben, der ist noch nicht veröffentlicht, ich sage auch gleich warum, an die Autoren und die Auftraggeber der Studie Klimaneutrales Deutschland 2045. Das kam vor zwei, drei Wochen, wurde das veröffentlicht, in Auftrag gegeben von Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität und bearbeitet von eben Wuppertal-Institut, Öko-Institut und Prognos AG. Und wir stellen fest bei der genauen Durchsicht, dass dort zum Beispiel Energiebilanzen nur unvollständig gerechnet werden. Es ist noch nicht mal transparent, ob man genügend Energie im Mittel hat, weil man von Strombedarfen ausgeht, die vielleicht dem heutigen entsprechen, aber nicht dem verdoppelten Strombedarf, den wir in 10 Jahren rund haben werden, allein wegen der Elektrifizierung von Wärme und Mobilität. Es werden keinerlei CO2-Bilanzen aufgestellt. Also die wollen natürlich, dass wir jetzt irgendwie 100.000 neue Windräder bauen, aber dass für jedes Windrad etliche 1.000 Tonnen CO2 auch anfallen. Ob das überhaupt noch drin ist in unserem CO2-Budget, die Frage wird nicht gestellt. Wir werden für einen Umbau auf wetterabhängige Energieformen, werden wir jede Menge Rohstoffe benötigen. Teilweise ist es banaler Zement, den kann man vielleicht noch irgendwo rauskriegen, aber es geht auch um seltene Erden, es geht um Lithium für die Speicher. Und niemand stellt sich die Frage, ob wir davon in diesen Zeiten überhaupt die Mengen akquirieren können, kaufen können. Wo gibt es die am Weltmarkt? Weil im Moment sind es nur die Chinesen, die das sich wirklich aktiv gesichert haben. Dann verwenden die in diesen Studien typischerweise, wenn sie überhaupt die Kernkraft thematisieren, verwenden sie keine wissenschaftlichen Studien darüber, sondern graue bis schwarze Literatur, also dann irgendwelche Willfährigkeitsadressen von Greenpeace, der Anti-Atom-Lobby gegenüber oder sowas. Das ist natürlich weit weg von echter Wissenschaft. Und das wollen wir durchaus skandalisieren. Es ist nämlich eine Riesenschweinerei eigentlich, wenn man sich das überlegt. Wir starten jetzt diesen bemannten Marsflug, aber wir wissen überhaupt nicht, ob wir ankommen. Niemand weiß es. Und diese Studien sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Weil eben die entscheidenden Forschungsfragen gar nicht gestellt, geschweige denn beantwortet werden.
Wir haben den Brief letzten Sonntag vor einer Woche losgeschickt. Wir haben den 2 Wochen für eine Stellungnahme gegeben. Wir sind mit der FAZ im Gespräch, dass die müssen fair bleiben, das sehen wir auch so, dass die unseren Brief und die Stellungnahme dann dieser Institute gegeneinander legen und gucken, haben die recht oder nicht. Aber wenn das raus ist, werdet ihr das alle erfahren, weil wir werden da eine richtige Welle machen. Es ist nämlich gerade für die Wirtschaft und für die Gesellschaft ist es ein Unding, dass wir diese Dinge abschalten, dass wir aus der Kohle rausgehen. Dafür gibt es überall vielleicht gute Gründe, aber wir wissen überhaupt nicht, ob damit die Volkswirtschaft zusammenbricht oder nicht. Wir wissen es einfach nicht, weil wir keine Studien haben, die darüber ehrlich Auskunft geben können. Und insofern werden wir hoffentlich noch einiges bewegen können, auch gerade vor und kurz nach der Wahl. Das Timing ist nicht so schlecht, auch wenn es ein bisschen nach der Wahl ist, dann gehen die Botschaften eben in die Koalitionsverhandlungen, in die jeweiligen Reihen, egal wer dann am Ruder ist. Aber wenn man öffentlich darstellen kann, dass sich diese deutsche Wissenschaft, von der auch die Lisa gesprochen hat, total diskreditiert hat und wir eigentlich neue Wissenschaftler bräuchten oder zumindest Leute, die dann aus der zweiten Reihe dann wieder hochkommen und nicht mehr so einen Unsinn, aus ideologischen Gründen so einen Unsinn erzählen, sondern wirklich mal ihre Hausaufgaben machen, für die sie eigentlich auch vom Steuerzahler bezahlt werden. Diese Botschaft, wenn die gut ankommt, dann haben wir eine ganze Menge gewonnen. Vielen Dank.